Ich glaube, Link hat sich auch mal gedacht, ja, ich will hier ein Picknick machen, aber leider hat er keine Picknickdecke dabei und deswegen muss er jetzt weiter gegen Monster kämpfen. Ich hätte so gerne Picknick hier auf dieser schönen Wiese gemacht, weil seht euch das mal an, wie schon schön das aussieht, wie wundervoll das aussieht. Was ist denn da los? Ach, warte mal, kämpft da? Ich glaube, NPCs können auch gegen Monster kämpfen. Ja, ich glaube ja. Okay. Das war nicht so ge. Boah, wie stark sind denn die? Oh Gott. Ich glaube, das sehen wir mal nicht als Tod. Was? 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 Ach du Gott. Krass. Krass, Leute. Aber die haben mega viel ausgehalten. Die Bomben hatten zuvor noch die Gegner mega platt gemacht. Und jetzt macht das halt kaum Schaden. Übrigens, oben rechts haben wir jetzt nicht mehr 4 stehen, wir haben 0 von diesen Orbs stehen. Dann weiß ich aber später nicht, wie viel ich eingesammelt habe. Gut. Ist halt so, ne? Ich hoffe, ich treffe damit auch. Natürlich treffe ich nicht. Dann nehmen wir unser Riesen-Zweihänder-Ding und wir. Das ist aber schon jetzt ein bisschen blöd. Wieso rennen die mir beide hinterher? Also ich weiß nicht, wie man den Angriff macht. Der ist anscheinend zufällig irgendwie. Ey, nee, ich gehe schon wieder Game Over. Ihr könnt mir jetzt auch mal helfen. Ich habe euch eben geholfen, nur mal so gesagt, ja? Ach komm, das ist. Ja, nee, wir machen irgendwas anderes. Wir laufen jetzt einfach mal irgendwo anders hin. Vielleicht können wir da ein bisschen stärkere Waffen bekommen, weil ich brauche langsam auch mal irgendwie bessere Ausrüstung, habe ich so das Gefühl. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt einfach schon mal hier zweimal totgegangen bin. Aber Spiel ist nicht leicht. Muss man wirklich dazu sagen. Zwar ist es nicht so wie in Zelda 1, dass alle Gegner total krass drauf sind und du kannst nichts vorhersagen, was die Gegner machen. Aber trotzdem sind die mega krass. Was ist das denn? Maxi-Rübe. Seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzutat füllt sie Herzen über das Maximum hinaus auf. Was? Das war mega geil. Das brauche ich auf jeden Fall mehr. Hier ist ein Schrein. Ich weiß nicht, ob wir den machen sollen. Ach, kommt, Leute. Jakka-Matter-Schrein. Wir machen den jetzt. Mal gucken, ob wir das machen können überhaupt. Oder ich weiß ja nicht, was das. Uns fehlt ja noch eine Fähigkeit. Aber ich weiß nicht, ob wir. Weil es gibt ja über. Ich glaube, 120 gibt es von den Tempeln, von den Schreinen. Und so viele Fähigkeiten gibt es ja nicht. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Ausrüstungen, bessere Ausrüstungen immer drin. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich schneide jetzt auch mal nicht die Ladezeit raus, da ich ja gerade erzähle. Aber vielleicht können wir, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was es hier drin gibt. Gewaltige Kraft. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall die neuen Fähigkeiten kennenlernen. Sieht mir schon so aus, ja. Ach du Gott. Also man kann mit den neuen Fähigkeiten auf jeden Fall krasse Sachen machen. Das sehe ich jetzt, glaube ich, schon mal. Und wir brauchen hier nicht die Bomben. Das auf jeden Fall nicht. Wir brauchen. Ja, entweder Magnetismus. Entweder Magnetismus. Ist sogar so. Und bestimmt loslassen, oder? Ja, ist wirklich so. Wir müssen wirklich die Fähigkeiten kennenlernen. Weil ohne die sind wir sehr aufgeschmissen. Die kommen nur von da oben, ne? Jupp. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja, also wie soll ich denn das schaffen? Okay, so.
Das gefällt mir. Also die Rätsel gefallen mir hier schon mal. Sie werden auf jeden Fall stärker. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und sie machen auf jeden Fall sehr viel Schaden. Ja, man bringt halt dieses ganze Essen mit der Frostresistenz halt gar nichts. Das bringt mir halt wirklich gar nichts. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall Feuerpfeile. Und dann bei Bögen würde ich dann doch schon den... Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt angreifen sollen. Ich hol mal lieber einen schnell. Habe ich noch irgendein schnelles? Das können wir mal gerne ausprobieren. Okay, das hat jetzt vielleicht nicht so ganz viel gebracht. Das hat vielleicht auch nicht so viel gebracht. Könnt ihr jetzt auch mal herkommen? Ja, ich will jetzt halt nicht Game Over gehen hier drin. Da kriegen wir den jetzt... Okay, also, wenn man die wirklich so schlägt... Wächterschwert, was 20 Scharen, ein kleines Schwert, mit dem Nano-Wächter ausgestattet sind. Die blaue Klinge basiert auf antiker Technologie, ist aber nicht sehr robust. Trotzdem ist das mega geil. Brauch schon die Holzfäller-Axt gar nicht mehr. Antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber sieht so aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Krass. Mushin Großschwert. 50 Attack Damage. Was? Also ich will jetzt nochmal gegen die Bockblins kämpfen. Dieses zweischneidige Schwert fertigte Shika-Schmiede speziell für die Soldaten Hyrules, denen die einseitig geschliffenen Shika-Kurzschwerter allzu fremd waren. Also, ich gebe alles dafür her, wisst ihr das? Das ist mega krass. Also, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier reinzugehen. Boah, Leute. Wie krass, guckt euch das mal an. Wir haben jetzt das Überschwert des Todes. Antike Achse. Eine so stabile Achse könnte ihr mit heutiger Technologie nicht hergestellt werden. Vielleicht wird sie dir für irgendwas nützlich sein. Auf jeden Fall. Ach guck mal, wir hätten die auch einfach so töten können. Na gut. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber wir müssen ja dann... Können wir mit dem Stasis-Ding arbeiten? Obwohl... Ach nee, wir... Was zum Teufel? Das ist ja mal krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Axt einfach nur das Ding da kaputt machen könnte. Aber krass. Also die Rätsel gefallen mir auf jeden Fall. Wenn diese Mini-Dungeons so bleiben, so ist das doch wirklich eine sehr gute Idee. Auch wenn ich ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schade, dass die Dungeons abgeschafft wurden, die komplexen. Aber trotzdem, 26. Geil. Das ist sogar ein einhändiges Soldatenschwert. Also wir finden geile Sachen. Muss man einfach so sagen. Nehme ich jetzt sogar mal die Mistschaufel. Oder Heugabel, eher gesagt. So, mal gucken, was ist hier. Hier kommt dann bestimmt irgendwas gleich auf mich zu. Ja, das tut es. Ich glaube, für die benutzen wir sogar mal diese Wächter, oder? Benutzen wir die Wächterklingen? Oh Gott, die haben mich ja komplett tot gemacht.
Also die Dinger finde ich dann doch ein bisschen sehr hart. Ich habe aber keine Ahnung, was mir das bringt. Ich hab ein bisschen gerade den Knopf gesucht. Dann benutzen wir so einen Spieß hier. Habe ich ja extra dafür gemacht. Und wir benutzen dann... Ja, okay, das geht mega schnell kaputt. Okay, das hat mir jetzt vielleicht nicht so ganz viel gebracht, aber okay. Stimmt, ich habe ja Bomben. Habe ich vorhin bei den Bomben eingesetzt? Weil mit Bomben ist das natürlich relativ einfach. Boah, das sieht voll cool aus. Wie es so schön leuchtet. Das macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Leute, ist das eine Wächterlanze? Von Nano-Wächtern verwendete Lanze, die Spitze erscheint erst kurz vor dem Einsatz. Ihre Schärfe zeugt von Wissen der antiken Shika. So sahen doch auch die Pfeile aus, mit denen man die Wächter anscheinend sehr gut besiegen kann. Es gab ja davon auch Pfeile, die so aussahen. Da hinten haben wir die. Ja. Mal gucken, wann wir die Pfeile bekommen, weil die waren natürlich auch sehr geil. Was ist denn das da? Da liegt noch irgendwas. Ach, nochmal so eine Lanze. Ja, komm, dann packen wir halt das weg und nehmen das. Ich mag ja auch diese Waffen, mit denen man voll schnell zuschlagen kann. Ach, komm. Das hätte ich mir aber schon denken können. Ja, ich muss das bestimmt... Ja, Stasi. Stasis. Vor allem Stasi, Alter. Bist voll Stasi. So. Mir gefallen die Rätsel wirklich. Was ist das da? Muss ich davor Angst haben? Was ist das denn? Ich hoffe, das sind nicht so eine Türme. Wie heißen die denn nochmal? Boah, wie heißen denn nochmal diese Türme? Die in voll vielen Zeldas immer voll Ärger gemacht haben. Oh Gott. Ah, das kann ich jetzt steuern mit dem... Leute, ich kann das steuern mit Bewegungssteuerung. Ich muss dazu ein bisschen weiter weggehen. Warte mal. Müssen wir das nicht, können wir das nicht eventuell so machen? Ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so die ganze gute Idee. Ach, das bleibt da drin. Ja, wollte ich sagen, wir machen das gleich nochmal. Das macht sogar wirklich Spaß. Diese Mini-Dungeons machen wirklich Spaß. Ich kann nicht mehr. Nein! Okay. Boah, das macht aber wirklich mega Spaß. Komm, einmal... Dann halt nicht. Ich treffe ihn nicht nochmal. Ach komm. Dann halt nur einmal. Geht einmal? Das muss ja so sein. So. Reicht das nicht schon? Nee, das darf ich nicht so machen. Ernsthaft? Es geht wirklich auch so. Ich hätte sogar gedacht, dass man das mit dem Stasis machen muss. Dann halt nicht. Aber ich finde den Dungeon geil. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Weil ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Antiker Reaktorkern. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt.
Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben. Unter Forschern ein begehrtes Objekt. Okay, kriegen wir bestimmt sehr viel Money für? Der ist ja hier auch dabei. Kann man bestimmt für ein bisschen was verkaufen. So, aber langsam kann das wirklich schon mal vorbei sein hier. Aber die Dungeons sind sehr cool. Die werden ja dann natürlich auch mit der Zeit immer härter und immer länger. Ich frage mich, wie lange das jetzt hier noch geht. Na, hier fahren wir ganz sicher wieder runter. Und was ist das denn hier? Ja, ich kann bestimmt das dann nicht nur einfach nur so kaputt machen. Nee, das war mir schon ganz klar. Dann laufen wir hier einmal drüber. Was bringt mir der Schalter? Der Schalter bringt mir genau. Okay. Das heißt, ich muss da hinten das wegschießen und dann schnell da das Stasis-Ding machen? Oder wie soll ich das verstehen? Hä? Ich stehe gerade irgendwie leider auf dem Schlauch. Ich weiß nicht wie. Ja, toll. Das bringt mir jetzt auch viel. Das ist mega kompliziert, aber es macht wirklich Spaß. Ja gut, das macht glaube ich nicht so viel Sinn. Ich habe leider keinen blassen Schimmer. Der hat ja auch nicht genug Schwung, um da hochzukommen. Was zum Teufel? Okay. Das scheint wohl die Lösung zu sein. Also wenn die Rätsel weiterhin so sind, dann ist das wirklich krass. Also dann wirklich Props. War es das schon alles? Ja, ich kann auch das hier. Das sollte ja eigentlich reichen, oder? Das sieht mega geil aus. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Okay. Ich weiß nicht, verliert dadurch mein. Ach, warte mal, wir waren hier schon einmal. Verliert dadurch mein Speer an Haltbarkeit? Meine Lanze? Oh, Schalter. Hallo? Da ist noch eine Truhe. Aber wie? Wir sehen jetzt nochmal den Raum. Ich weiß nicht, wie ich an die Truhe rankomme. Ach so, von hinten. Okay. Nee, also wirklich geil gemacht. Also, Diamant, der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Hylianer schon seit uralten Zeiten und er erzielt unsagbare hohe Preise. Krass, Leute. Also, ich hätte niemals gedacht, dass wir hier so eine krasse Ausbeute bekommen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und gerne eure Meinung zu diesen Mini-Dungeons in den Kommentaren da lassen, wie ihr auch diesen Dungeon fandet. Würde mich sehr, sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal zu The Legend of Zelda.
Breath of the Wild.